Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Legends of Kyrandia Teil 2 Hand of Fate. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind auf Vulcano. Da soll es zu dem Mittelpunkt der Erde gehen. Und wir haben jetzt schon drei Händler kennengelernt. Die einen wollen 6 von diesen Sanddollar haben. Die anderen wollten von Muscheln haben. Allerdings mussten wir da warten bis... Und danach nochmal 4 Dollar, aber da mussten wir warten, bis eine Kollegin kommt, die gerade, keine Ahnung, Mittagspause macht. Ich glaube aber, wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen noch rotes Leder und das hier sieht nach roter Leder aus. Impressive door. Aber auf jeden Fall, reden wir mal kurz nochmal mit ihm. Kriegst du. Starfish, thank you. You only lack one more starfish. Thank you. So. Full guide services. 6 starfish. Ja, toll. For full guide services, you need a total of 6 starfish. Ich frage mich, was passiert, wenn wir das machen. Ich meine, wir kriegen da genug zusammen, aber... Nochmal ein Sanddollar. Aber was passiert, wenn wir das machen? Wir probieren es mal aus. Ich glaube, wir brauchen die Dinger ja sonst nicht mehr. You only lack 5 more stamps. You only lack 4 more stamps. You only lack 3. You only lack 2 more starfish. 2. Jetzt ist die Frage, kriegen wir respawnen die wieder? Beziehungsweise. Ja, wir haben auf jeden Fall genug da. Ich weiß nicht, ob sie respawnen. Auf jeden Fall haben wir genug. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir das hier machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Ich glaube ja eher, dass wir diesen Schur machen müssen und dann in so einen Geist hier machen müssen, um aufzusteigen. Aber ja, probieren es mal. Congratulations. A fine first step. Okay. Now, in order to actually register you for an anchor stone, there is a small fee of 8 seashells. Oh Mann. Ich frage mich echt, geht es jetzt ewig so weiter oder kann man da tatsächlich was machen? Oh, wer bist du? My name is Anthea. I'm here from Kyrandia. Pleased to meet you. Oh, was war das? So what kind of calamity has befallen Miltonia? Rain of frogs. Happens every summer. Disgusting, really. Yuck. Found the path yet? Would I still be here? Found the path. Would I... Ja, okay. Da ist noch ein Stock, das ist auch neu. Nochmal ein Stein. Ah, jemine. Weil ich glaube, so langsam kommen wir an den Anfang wieder ran, oder? Ja, hier haben wir angefangen. Jetzt ist die Frage. Nee, es scheint nicht zu respawnen. Das heißt, wir kommen auch nicht auf diese 8 Seesterne. Das schaffen wir nicht. Dann gehen wir der mal jetzt die Silbertaler, Sanddollars und schauen mal, was passiert. Oh nee, da auch. Now, there is a small fee of 6 starfish. Okay. Arg. Ich glaube, das ist so gemacht, dass man es gar nicht schaffen kann, oder? Weil ich glaube, man kriegt nie genug Zeug zusammen. Vents and rocks. But I had no idea. Found them. Would I...
Und es respawnt nicht. Es ist die Frage, hätten wir das doch zusammengekriegt, wenn ich jetzt halt hätte ich diese Dings hier nicht den einen gegeben, hätten wir dann genug zusammengekriegt? Aber dann hätte er bestimmt irgendwas anderes noch gewollt. Ich wette, egal wie wir es gemacht hätten, es hätte immer was gefehlt. So, I hear your King Brandon is an eligible bachelor. Is your hat in the ring? Brandon? Ha! A little young for my tastes. So, is there somebody else? Well, nah, I have sort of a boyfriend, but he's acting really weird lately. What do you mean your boyfriend is acting weird? He's not my boyfriend. Just sort of, you know? Sprichst du von Marco? Ah, a secret romance. How very sweet. Do you mind if we don't discuss my personal life? Ah! Oh, shoot! Ah, verdammt, warum gehst du da drüber? Krampf. Ah. Jemine, du solltest doch einfach darüber gehen. Hab ich das jetzt schon gemacht? Ich mach's mal einfach, um die Tasche zu leeren. Ich glaube, wir hätten, egal was wir machen, wir hätten es nicht zusammengekriegt. Ja, gut. Vent? The head mystic back home said I was supposed to do something with rocks and vents. But I had no idea this is... Mit den Steinen und Dings, deswegen habe ich ja gedacht gehabt, ich könnte es zumachen. Es kommt mir jetzt so bekannt vor, aber es kann sein, dass das vielleicht aus einem anderen Spiel war. Dass man da irgendwo was zustopfen muss, um was passiert. Aber ich weiß es nicht. So, jetzt können wir auf jeden Fall nochmal mit ihr richtig reden. So, I is your head. Brandon. Ha, a little. So, one of the fake. Nah, I have. What do you mean? Ja, okay. Just, how do you mind? Found what I. Okay, jetzt gehen wir manuell um diese Lava herum, dass da nicht wieder was passiert. Ja, es ist so, wie ich gesagt habe, die kommt nicht, da können wir nichts machen. Die eine. Hätte bestimmt eine von diesen Muscheln gefehlt. Ich denke, es ist so, wie ich gesagt habe, wir müssen diesen sauber machen und dann in so einen Geist hier springen. Die Frage ist nur, ob das egal ist, welchen. Wir haben zwei Geysirer, einen sind wir schon jetzt vorbeigelaufen, wir nehmen jetzt den nächsten. Oh, und da vielleicht haben wir vielleicht noch ein neues Gespräch. Beziehungsweise die hier nehme ich doch auch nochmal mit, vielleicht brauchen wir es ja doch, vielleicht kriegen wir doch noch was zusammen. At least I got this far. Brandon wouldn't have figured out that trick with the magnet. At least I got this far. Found the path. What I... Clear water. So, aber da kriegt man definitiv nicht genug zusammen hier. Wenn ich es überhaupt wieder kriegen würde. Zwei Stück hätten wir bislang definitiv nicht. Ah, wo war denn das andere Teil? Die zweite Fontäne. Und eigentlich könnte ich auch schon mal anfangen, den Trank zu brauen. Ja, okay. Speichern wir nochmal. Und dann machen wir dich rein. Dich rein. Und dieses Leder rein. So. Winged Shoes. What a lousy knapsack. Und du kommst wieder mit. Aber das war klar, dass das jetzt geht hier. Flying Shoes. Wir haben einen magischen Schuhlöffel. Okay. Jetzt müssen wir hier rein und dann können wir doch bestimmt fliegen. Richtig? Wow. Okay.
Wow. So viel dazu. Vielleicht müssen wir es in der ersten machen, die wir da gesehen haben. Eine andere hätte ich jetzt, das hätte ich keine Idee. Weil wir kriegen definitiv nicht genug zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so eine Sackgasse reinbauen. So, probieren wir es mal mit der hier aus. Wow. Okay, es funktioniert doch nicht so, wie ich gedacht habe. Okay. No more for now. Flying shoes. Ah. Aber eine weitere hatten wir doch gar nicht, oder? Whoa. If I didn't know better. Okay. Also hat doch nicht so geklappt, wie ich es dachte. Oder ist es doch so, dass wir die irgendwie verstopfen müssen? Oder haben wir einfach zu viel Zeug bei uns? Mit diesen Steinen. Probieren wir noch mal ganz kurz aus, wenn wir die Steine zurücklegen. War mal einfach zu schwer? Nee. Wow. Mich da ist die Erinnerung so sehr, aber sie hat doch die Odaissa hat doch auch sowas gesagt, dass man da, wenn man das so macht, dass da vielleicht der Druck zu hoch wird. If I was in, I'd do things differently. Und dadurch das mehr Power geben würde und wir deswegen ja. Da war nichts mehr, oder? Nee, da war nichts. Heieieiei. Jetzt habe ich keine Ahnung. Ich hätte es schwören können, das funktioniert. Warum funktionierst du nicht? Und aus welchem Spiel habe ich das nochmal, dass man so einen Geist hier... Nee, ich glaube, ich weiß, das war aus Space Quest 1, oder? Das war, glaube ich, aus Space Quest 1. Da hatten wir so einen Geysir und da haben wir, glaube ich, den mit so einem Stein drauf machen müssen, damit so eine Tür aufgegangen ist. Ich glaube, daher kam das. Clear water. Noch mal eine Muschel. That smoke stinks. Oh. Und wir müssen mit den fliegenden Schuhen was machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich hätte gedacht, in so einen Geysir steigen, aber warum funktioniert das nicht? Haben wir noch irgendwo einen dritten Geysir, den ich jetzt nicht irgendwie gesehen habe? Oder hätte ich doch... Oder hätte ich doch irgendwie was anderes noch machen müssen? Ah. Doch, da haben wir noch einen. Den haben wir, glaube ich, nicht benutzt. Das heißt, wir hatten drei Stück. Dann steigen wir mal in den ein. Nee, dann haben wir den doch benutzt. What a lousy knapsack. Hm. Es passiert nichts. Wir sind mal wieder hier. I'll need six starfish for the pamphlet. Ja, ich habe aber nur noch zwei Stück.
Why don't we keep a cup just for emergencies like this? Und jetzt sind wir wieder an der hier. Und da hat's ja auch nicht geklappt. Wow. Oder sind wir tatsächlich zu schwer und dürfen gar nichts dabei haben? Probieren wir das mal aus. Vielleicht sind wir tatsächlich zu schwer. Das wäre die einzige Möglichkeit. Uh-oh. I hope I didn't need that. Ja, das hoffe ich auch. Halt, den Stock werde ich eigentlich noch gern behalten. So. Uh-oh. I hope I didn't need that. So, probieren wir es jetzt mal aus. Nö, das hat nichts gebracht. Wow. Müssen wir... Uh-oh. I hope I didn't need that. So, jetzt haben wir gar nichts mehr drin. Aber bringt nichts. Bringt nichts. Wow. Das bringt nichts. Es liegt nicht am Gewicht. Und wir haben alle beide schon ausprobiert gehabt. Wir fallen nur nicht mehr runter. Wir fallen bloß nicht mehr runter. Müssen wir vielleicht irgendwas noch mit dem Stab machen? Aber wenn ja, was? Hey, Mr. Stick, are you following me? Ah. Das hat man ja auch schon ausprobiert, den Stock da irgendwie reinzustecken. Nö, ich bin etwas ratlos. Etwas ratlos, ich weiß nicht, was wir mit den Steinen machen können. Die Überlegung halt, die hier zu zerstopfen wie in Space Quest 1, scheint ja nicht zu funktionieren. Damit da ein bisschen mehr Druck aufgebaut wird und wir höher steigen oder sowas. Die in die Geysire reinzusteigen bringt nichts. I'll call Fawn as soon as I get to the altar. Wir kriegen nicht mehr genug Zeug zusammen, wobei ich mich frage, ob wir nicht doch genug zusammengekriegt hätten, wenn wir den einen nicht bezahlt hätten. Maybe he'll have wir some müssten den eigentlich zusammengekriegt haben. Aber dann hättest du bestimmt noch was anderes gewollt, aber wir könnten es mal ausprobieren, was dann passiert. Müsste ich mal vor früheren Speicherstand laden. Frage ist genau... So, da müssen wir jetzt doch genug haben. Den Dollar lassen wir hier. Sie will 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir jetzt hier. 8 Stück haben. Moment, 2 waren noch da auf der anderen Seite. Ich will es jetzt einmal ausprobieren, was dann passiert, wenn wir das machen. Ich glaube zwar, es funktioniert nicht, dass er dann noch was anderes haben will. So rum. Aber einfach mal ausprobieren. Einfach um zu wissen, was dann ist. So, wir haben noch genug Dinger. Ja. Jetzt müssen wir genug haben, um auch das zweite Mal zu bezahlen. My name is I'm here. Pleased to meet you. I'm Jessica, apprentice wizard from Milk. So what kind of rain of frog happened to ski? Ja, okay. Jetzt wissen wir wenigstens auch, wie sie heißt. Das habe ich ja auch weggeklickt gehabt aus Versehen. Ich glaube, die ist dafür da, um einfach ein bisschen einzuhelfen, wobei das nicht so viel gebracht hat.
glaube immer noch, das hat mit den Geysiren und den fliegenden Schuhen was zu tun. Ich weiß bloß nicht genau, wie man es so richtig benutzt anscheinend. Wir scheinen nicht hoch genug zu kommen. So, jetzt probieren wir es mal. There is a small fee. Sterne. You only lack five. You only lack four more stars. You only lack three. You only lack pay. You only lack X. You are all that remains is for you to pay the six seashells for the required insurance forms. Eieieiei. Und die haben wir ja beim anderen schon abgegeben gehabt. Bin ich nicht sicher, kriegen wir noch sechs Muscheln zusammen? Ich war mir sicher, dass wir sie noch was haben. Aber was passiert jetzt, wenn wir ihr noch sechs weitere Muscheln geben? Einfach nur aus Spaß. Ich glaube, es würde wahrscheinlich nichts bringen, aber rein aus Spaß mäßig. Den einen haben wir ja schon vier Muscheln gegeben gehabt. Hätten wir das auch nicht machen dürfen. Sein, wenn man den... Hallo? Wenn man den nicht auch noch die vier Muscheln gegeben hätten, würden wir auf jeden Fall alle zusammenkriegen. Und sie hat ja gesagt, das ist der letzte Schritt. Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal sechs Muscheln zusammenkriegen. Ich glaube es nämlich fast nicht. Das wäre eine. Ah, ich kriege sie noch nicht jetzt. Sonst haben wir ja keine, gell? Nein, das ist die erste. Nee, die kriegen wir nicht mehr zusammen. Oder? Wie viel wollt ihr haben? Sechs Stück, glaube ich, richtig? Drei Stück hätten wir jetzt. Wollt ihr sechs oder vier? Ich glaube, wir kriegen es nicht zusammen. Da müsste ich nochmal laden. Und wenn es nur dafür da ist, um auszuprobieren, was Sache ist. Ich weiß, ich habe schon wieder 3 Minuten überzogen, aber ich wollte schnell schauen, ob man noch... eine weitere Muschel kriegen. Das wollte ich jetzt noch eigentlich in dieser Folge machen. Sie wollen 6 haben, richtig? Hey, you only lack 5 more seashells. Ja, 2 fehlen uns. Da müssen wir nochmal neu laden, wenn wir das ausprobieren wollen. Ich glaube aber immer noch nicht, dass das was bringt. Wir müssen es anders machen. Aber vor allem, das wäre ja sonst eine ziemlich üble Sackgasse. Ich glaube, in der nächsten Folge probieren wir es aber trotzdem mal aus. Und ja, schauen, was passiert. Aber ich glaube immer noch, wir müssen das mit diesem Zaubertrank schaffen. Aber wenn, dann wüsste ich jetzt auch nicht wie. Aber wir machen das noch. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich jedenfalls freuen. Bis dahin. Macht's gut.